Ballet Valley. Oh, war ja. Na supi. Schnee und Kanonen. Und überhaupt. Und. Wie komme ich denn da lang? So nicht, okay. Verstanden. Das Lied erinnert mich sehr an den Super Mario Brothers Teil für den DS. Aber nur weil mich wahrscheinlich das Lied wiederum an, ja, irgendein altes Mario erinnert. Ah! Nein, versaved! Ach, ich konnte mich doch noch retten. Aber mich interessiert mal wirklich. Nee. Keine Ahnung, wie man an diese Münze kommen soll am Anfang. Wahrscheinlich durch eine Röhre oder so. Was? Was? Diese Invisible... Invisibility Blocks, die sind, einfach die Hölle. Ich wusste, dass die Dinger mir was tun werden, früher oder später. Ach Gott. Ich wusste, dass das nicht gut enden wird. Ah! Okay. Keine Panik schieben. Toll, jetzt haben wir schon die vierte. So, ein Geisterhaus. Buß. Menschen? Habe ich da richtig gelesen? So, das habe ich vorhin wenigstens auf Anhieb richtig gemacht. Da müssen wir erstmal die Münzen da wegkriegen. Und dann gehen wir hier rein. Lassen uns vorzugsweise nicht treffen. Nein! Ha! Ich hätte mal hier drin saven sollen. Aber Rewind macht's möglich, ne? So, der Rewind-Knopf ist wirklich ein Segen. Das muss man ja schon sagen. Okay, dann halt so. Ah! Nee, jetzt, weißt du was? Die können mich mal. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Was eine Freude. Was eine Freude hier. Freude. Freude, Freude, Freude. Haut ab. Haut ab. Los. Weg mit euch. Weg. Ah. Trollt der Geist mich einfach. Nein. Nein. So. Nein. Manu. Mann! Das ist jetzt nicht ernst. So. So, hier sind wir gut aufgehoben. Hier sind wir sehr gut aufgehoben. So. Und zwar jetzt einfach hier schön ganz gemütlich. Oh, die Münzen kommen wieder. Gut, dass ich runtergesprungen bin. So, hier war es einfach nur wie in jedem anderen Teil, dass man einfach oben langlaufen konnte. Warum ich jetzt keinen Schaden genommen habe, weiß ich nicht.
Anscheinend nimmt man bei manchen keinen Schaden und jetzt geht's hier aber ans Eingemachte. Der kann mir auch keinen Schaden machen. Ich habe aber nur folgendes Problem, und zwar, dass ich mal wieder das Problem habe, dass ich die Dinger so ungern treffe. Komm schon. Zeig dich. So, da ist eine Tür erschienen. Weil wir den besiegt haben. Und dann können wir hier raus. Yay. Schneller. So, Frozen Bullets. Na super. Noch mehr Schnee, noch mehr Eis, noch mehr Kanonen. Puh. Das macht mich fertig. Das macht mich sehr, sehr fertig hier. Na. Ah. Nein. I failed. Sehr hart. Das war so klar. Das ist so klar. Dann, wenn ich mal auf schneller drücke, dann kommt das natürlich. Ja, jetzt komm, leck mich. Ist mir egal. Man darf hier einfach nicht vorspulen. Darf man nicht. Darf man einfach nicht. Wie die Lieder plötzlich einen ganz anderen Hall kriegen, ne? Das ist ätzend. Das ist sehr ätzend hier. Ah. Meine Nerven. Meine armen Nerven. Das ist nicht sehr nervenschonend. Bloß nicht unten lang. Oben, meine ich. Oben ist gefährlich. Ja, ja, ja. Da kommt jetzt auch garantiert noch einer, den ich treffen werde. Natürlich nicht. Natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Nicht oben lang. Jetzt habe ich mich da so unten drauf konzentriert. Ah! Nein. Komm schon. Ich will diese Münze. Ich will diese Münze! Supi. Dafür habe ich meine Großness riskiert. Supi. 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 Ich befürchte gerade aber, dass ich für den Boss im Schloss zwingend die Feuerblumen brauche. So wie ich das vorhin mitbekommen habe. Und da ich ja keine hab, oh Freude, oh Graus, wird das ein sehr schwieriges Unterfangen. Na! Ja! So, geht doch. Na! Ja! Also wirklich hier. Okay. Gut, das kenne ich noch. Das habe ich einmal gemacht und war nicht so arg schwer. Hier ist es wichtig, dass man einfach hier reingeht und dann rechtzeitig da wieder rausspringt. Dann die Decke als Stoßdämpfer nimmt. Und ansonsten kann eigentlich gar nicht mehr viel passieren. Außer, dass man für den Boss dann keine Blumen hat. In welchem Level hole ich mir jetzt schnell die Blumen?
Ich gehe mal ganz zurück zum Anfang. So. Einfach mal ganz zurück zum Anfang gehen. Ah, nee, Quatsch. Ich habe doch hier mein Tonus-Level. So. Tanke. Erstmal Pilz. Dann noch eine Blume. Und dann gehen wir ja gleich nochmal rein. So. Das war jetzt natürlich sehr sinnvoll. Aber wir haben es ja geschafft. So. Finde ich sehr nett, dass es hier so eine Bonus-Area gibt, wo man seine Blumen wieder auffüllen kann, weil man braucht sie halt einfach, ne? So. Diesmal klappt's aber. Diesmal stelle ich mich nicht allzu blöd an. Ja, ja, da verspricht Mama was und dann kann man es nicht halten. Ja, ja. Die B-Taste. Fluch und Segen zugleich. Na komm. Na komm. Versaved. Ach Gott. Das ist jetzt echt nicht wahr. Jetzt komm, lass mich doch da hoch. Lass mich doch einfach da hoch. Komm schon. Danke. Ja, super. Ich lasse den erstmal vorbei. Ist, glaube ich, gesünder für meine Nerven. So. Achtung. 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 Okay, okay, okay. Keine Panik. Keine Panik. So. Klappt das schon viel besser.